Okay, recht herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 3. Der Wagen hier hat uns geholfen, hier diesen Aufzug zu benutzen. Ah, jetzt komme ich. Oh. Okay. Die Tür unten scheint auch offen zu sein. So komme ich auf keinen Fall hinunter. Okay. Okay, ich verstehe. Hinunter. Das heißt, Stock 2. Das heißt, Stock 2 wird wahrscheinlich auch dicht sein. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist die Idee, dass wir jetzt dann darüber auch in die Stockwerke kommen, die halt, wo die Türen verschlossen sind. Kommen wir ins zweite so wahrscheinlich gar nicht rein, gehe ich mal von aus. Ja, dann ist das die 2 unser Ziel. Ich hoffe, ich komme jetzt in die 1 rein, sonst habe ich ein Problem. Ich habe ein Problem. Gut. Ich habe viele Probleme auch, ehrlicherweise. Ich finde es auch super, dass es hier einfach keinen Ausgang gibt. Okay. Aber ich habe ja alles eigentlich durchsucht. Deswegen wundert es mich jetzt ein bisschen. Ich habe den Schraubenzieher, aber. Ja gut, Schraubenzieher, Schraubenzieher. Ach so, ich wollte sagen, warum ist da eigentlich so ein roter Strich? Ja, da erkennt man wenigstens, wo man nicht hin kann. Irgendwo kann ich wahrscheinlich den Schraubenzieher verwenden. Aber wo? Hatten wir irgendwas zum Aufschrauben? Nicht, dass ich wüsste, ehrlicherweise. Ich denke jetzt gerade hier an diesen komischen Puppenraum mit der blutigen Figur. Vielleicht da irgendwas, aber. Wenn da mit dem Schraubenzieher dann rumstochert. Aber warum? Ist ja auch quatschig eigentlich. Haben wir denn noch irgendwelche Items? Nö, ne? Hier schrammt sie ja lag an der Ecke des Flurs. Nichts Besonderes dran. Ja. Hier, damit kann ich mein komisches Ding hier mal öffnen. Schade. Nutz mal wieder meine normale Waffe, ne? Mit Schalldämpfer. Habe ich immer noch nicht ausprobiert. ja, Kaka. Ich gehe mal in den fünften. Ich guck mir da nochmal alles an. Ich gehe nochmal einfach zur Puppe. Ich meine, das ist jetzt der einzige Hinweis oder die einzige Idee, die ich hätte. Sonst war ja auch irgendwie überhaupt nichts. Ich nenne es mal Sass. Warum dachte ich eigentlich, der Aufzug ist geklaut? Der ist auf der Seite und nicht da. Ach, Mann, ey. Na gut, Bildfehler. Das war hier links auf jeden Fall. Ja. Also, was heißt auf jeden Fall? Ich glaube zumindest. Genau, ich war die Ge Ach so, nee. Ja, okay, Bild ist natürlich noch eine Sache. Ich denke mal, da müssen wir auch irgendwas hinmachen. Anzünden oder sowas. Da lag der Schraubenzieher. Nee, dann war das gar nicht hier. Was waren hier nochmal? Das Katana. Na dann. Können wir diesen Schraubenzieher benutzen? Ich gucke mir jetzt noch mal alles an. Mehr kann ich ja irgendwie auch nicht machen gerade. Ehrlicherweise. Ich will noch mal gucken, ob man nicht irgendwo was mit dem Schraubenzieher machen kann. Aua, hey. Wird umgeschubst. Ja, stimmt, hier lang nur die Leiche rum. Was auch immer das hier eigentlich ist. Alles in die Ecke geprügelt. Was
ist das für ein Raum? Ach ja. Hier war auch nichts, ne? Na gut, hier habe ich den Wagenheber rausgeholt. Ist auch wieder interessant, dass hier so ein Auto, genau hier Autoteile-Laden, so ein Autoteile-Geschäft einfach im fünften Stock eines Gebäudes ist. Haben die nicht eher so, weiß ich nicht, eine Werkstatt oder sowas? Ich meine, das Büro davon, ja, okay, aber, ach, keine Ahnung. Vielleicht ist ja im untersten Stockwerk irgendwie dann das oder sowas. Ich gehe mal in den dritten Stock, ne? Oder einfach mal den Schraubenschlüssel den Schacht darunter werfen. Kann natürlich auch sein, ne? Nee. Ja, den Schraubenzieher so als Eispickel-mäßig so benutzen. Wisst ihr, so in die Wand donnern und dann daran runterklettern. Boah, voll klug. Das probiere ich. Natürlich Quatsch, aber keine Ahnung. Vielleicht denke ich wirklich an irgendwas nicht und deswegen probiere es einfach mal. Vielleicht passiert ja was, wenn ich das da runterwerfe. Habe ich mir gedacht. Ich muss ja, in dem Menü kann ich ja nicht. Ein Seil oder sowas vielleicht finden. Irgendwie so in die Richtung. Kann ja nicht irgendwie. Ah ja, ich kann auch zoomen. Schön. Steht da Storefront Posables. Ja, okay, da waren dann die komischen Skulpturen da. Skulpturen? Die Puppen, die Schaufensterpuppen. Ach nee, warte mal, von da kam ich ja. Das war ja der Eingang. Was da unten? Ja, hier war es okay. Igitt. Diese Kamera, ne? Also es ist irgendwie ja. Ja. Es ist irgendwie so verdächtig, dass die Kamera sich hier dreht. Aber vielleicht soll das auch wirklich einfach nur so ein kleiner Schock für zwischendurch sein. Wer weiß. Lag hier irgendwas? Ja, Munition, ne? Aber sonst auch nicht wirklich was. Okay. Gucken wir nochmal drüben. Ansonsten bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt, wo wir jetzt noch hin sollten. Ich kann gleich mal wieder speichern, das ist doch auch ganz nett. Das hier war der große leere Tanzraum, wo auch irgendwie überhaupt nichts war. Dieser Stuhl ist auch irgendwie verdächtig. Werbe von der Tanzschule, wen juckt das jetzt schon? Ja, hier ist nichts, gar nichts in diesem Raum. Außer dieser Stuhl. Dann muss ich ihn auseinanderschrauben. Keine Ahnung, Bruder. Hier war der Speicherraum, gell? Ich gehe mal speichern. Oh, man kann auch mit oben unten das wechseln, das ist ja schön. 2 Stunden 16 schon dran.
Nur noch die eine Tür. Ansonsten keine Ahnung, wo man noch was machen könnte. Hier meine ich. Na, Spinde. Ja, nee, es war ja auch nichts hier. Ha. Warte mal, hatten wir nicht mal irgendwo. Ne, das war der Aufzug, ja, der entsprechend offen war. Ich frage mich, hatten wir nicht mal irgendwo eine Tür, wo einfach nur stand, irgendwie. Nicht nur so, ja, keine Ahnung, die ist kaputt oder so, sondern so, die geht nicht richtig auf. Nee. Primble and Enos Law Firm, da würde ich auch gerne mal rein. Wird nicht mein Eingang, doch da. Ich habe nichts gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo man noch hin könnte. Alles angeguckt. Chrissy gewandt. Also muss ich gleich mal kurz nachschauen, weil, keine Ahnung, jetzt hier 5000 Mal auf- und ablaufen ist jetzt auch nicht so das Wahre. Hier, da kommt man auch nicht rein, ne? Alles kaputt, ich kann die Tür nicht öffnen. Mach's damit auf! Ah. Hier ist sogar interessant, man muss sogar mit Kreis zurück. Geht gar nicht mit Dreieck. Ich hab keine Ahnung, wo ich noch hin soll. Hoffnung stirbt zuletzt. Überall ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo was zum Aufschrauben. Mann. Ups. Das ist doch scheiße. Ich kann mir das auch noch so häufig angucken. Ich werde nichts finden. Ich habe auch alle Eingänge gecheckt, ne? Alle sind dicht hier. Jo. Ja, komm, ich guck mal nach. Ich brauche einen Hinweis. Okay, Leute. Ich weiß nicht genau, ganz genau wo. Aber ich habe jetzt zumindest gerade mal kurz gelesen, doch irgendwo in diesem Tanzraum da, in diesem großen Tanzsaal, soll irgendwo was sein, was ich mit dem Schraubenzieher machen kann. Aber wo? Okay, jetzt stand Monikas Dance Studio, also vielleicht wirklich jetzt, das können jetzt alle Räume sein. Ich check mal erstmal die Räume, die ergeben irgendwie mehr Sinn. Die habe ich ja oben bis unten abgecheckt letztes Mal. Ich denke mal, wenn ich hier wirklich was öffnen kann auch. Oder halt irgendwie was benutzen, dann wird da auch stehen. Da ist irgendwas fest verschraubt. Ha, hi, ha, hu, ha, wisst ihr? Sowas wird da dann wahrscheinlich stehen. Ich hab vorhin, als ich da lang gelaufen bin, habe ich auch X gespammt. Da ist nichts passiert. Ich habe scheinbar nicht genau den Pixel getroffen. Die Schule ist ein kleines Spalt, ich muss eingerostet oder so. Ich bekomme sie nicht weiter. Wow. Toll. Mann. Pixelhand unerfolgreich gewesen. Was ist das denn? Wie gesagt, als ich hier vorhin, also was heißt vorhin, eben nochmal langgelaufen bin, da habe ich wirklich auch an diesem Schreibtisch habe ich X gedrückt. Mehrfach so. Was ist das überhaupt? Ich habe ein Seil. Ja, okay. Gut, dann weiß ich jetzt auch, wo lang. Oh. Ist das dämlich? Na, egal. Ich bin schon im richtigen Stockwerk jetzt, ne?
voll gut. Also ich bin generell schon direkt hier jetzt. Hier, ne? Ja. Okay, mal gucken, ob es jetzt einfach benutzt oder ob ich nochmal drücken muss. Komm, ich hab keinen Bock. Ja, okay. Nutz das Seil. Sei das Seil. Ich muss nochmal drücken. Ich habe das Seil verwendet. Flumm. Einfach Seil.png. Dann geh mal runter. So, jetzt sind wir im zweiten Stock. Herrlich. Mensch, dass das nicht funktioniert, hätte ich ja nicht gedacht. Oh, speichern. Schön. Generell, wie sieht das hier aus? Fantastisch. Ja. Aber ist gut, dann kann ich hier wahrscheinlich nachher auch die Folge beenden. Dann können wir uns jetzt nochmal ein paar Minütchen hier im zweiten Stock umschauen. Gucken, was wir so finden. Was wir so entdecken. Ich bin so gespannt. Ja, ich bin dort. Wäre auch ein Wunder, wenn wir irgendwann mal in einer dieser Toiletten rein könnten. Ah, warte mal. Erstmal die Tür checken. Die wird wahrscheinlich sowieso zu sein. Hab mir gedacht. Haben wir das schon mal sicher? Echo. Interiors und Floor Fashion. Man will ja auch wissen, wo man hier eigentlich langläuft, ne? Kann ja auch durchaus helfen, vielleicht so Items zu finden. Ne? Zum Beispiel, dass wir den Wagenheber halt in diesem Felgenladen, Felgenladen, Autoladen da gefunden haben. Nichts Wichtiges, okay. Got it. Das ist die Rezeption über linke Kataloge verstreut. Ein Sofa! Durchgesessen. Was ich noch nie benutzt habe, das Item. Sorry dafür auf jeden Fall. Ja, viel zu viele Wege. Viel zu viel! Vielleicht wird keine Tür funktionieren, dann ich habe viel zu wenig Wege. Läuft echt darauf hinaus. Na, at least. Na, at least. Was haben wir denn da auf der Toilette? So ein Display, man kann sie nicht benutzen. Was? Was willst du, Display? Ja. Out of order, die Toilette, oder was? Ach so, warte mal, wir sind ja in so einem komischen Laden, ne? Ja, stimmt, warum sollte hier auch so eine offene Toilette sein? Das ist so zum Angucken hier. Kann man sich seine Toilette raussuchen, die man zu Hause haben will? Hallo, Badewanne. Oh. Oh nein. Ich wollte mich doch nur noch ein bisschen umschauen. Jetzt bin ich in Silent Hill. Nein, nicht in Silent Hill, aber in Dark Place, Dark Ort, dunkle Version. Ihr wisst schon, wie auch immer man das nennt. Aha. Oh no, not again. Did she do this too? Na toll. Bin ich ganz woanders. Oh,
mich umschauen. Ih, was passiert denn da? Ih, da oben ist so eine Fresse. Seht ihr das? So ein Mund. Sieht so aus. Vielleicht finden wir ja ganz spontan einen Speicherpunkt. Ich gehe jetzt nicht davon aus. Also wirklich so dieses, okay, da ist ein Speicherpunkt, geil. Das heißt, ich kann mich noch kurz umschauen und dann perfekt speichern. Und dann passiert das. Aber es ist eigentlich ganz cool, mal wieder hier zu sein. Ich habe Patronen. Oh, gar nicht gesehen. Ich wollte das Baby angucken. Mhm. Keine Reaktion? Okay. Ich zwing dich nicht. Naja, zur Not, der Speicherpunkt war ja nicht weit, sonst mache ich das wie beim nächsten Mal nochmal. Wer ist. Ups. Wenn das mal. Karte öffnen. Ja, der Speicherpunkt war da in der Mitte, ne? Aber der wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr da sein, gehe ich mal von aus. Wo bist du, Speicherpunkt? Ich vermisse dich so sehr. Aua. Aua. Na gut. Ich mach das so, dass ich jetzt beim nächsten Mal einfach nochmal eben schnell hier hinspiele. Dauert ja nicht lang. Theoretisch könnte ich mir natürlich bis dahin nochmal die anderen die anderen Räume angucken, aber es wird eh nicht. Nee, mache ich nicht. Das wird eh nicht sinnvoll sein, weil, naja, irgendwas Wichtiges wird da eh nicht liegen, weil sonst hätte ich nicht hier schon das triggern können, ne? Naja, gut. Ich sag mal danke fürs dabei sein und beim nächsten Mal, naja, arbeiten wir uns mal durch die dunkle Version dieses Gebäudes hier, ne? Also bis dahin. Ciao.